Moin, ich spiele Blitz gegen Henry Schach, einen meiner Abonnenten und einen meiner Zuschauer auf dem YouTube-Kanal hier. Und das ist übrigens was, was ich euch auch gerne anbiete. Fordert mich raus, spielt eine Partie gegen mich und zeigt mir, dass ihr besser Schach spielt als ich. Das gibt eine gute Chance, dass das so ist. Und ihr könnt ja in den Partien hier auch beobachten, wie ich spiele, wie ich Pre-Moves nutze, wie ich Eröffnungstheorie kann oder auch nicht kann. Kleiner Tipp, kann ich nicht. Deswegen könnt ihr euch gut darauf vorbereiten und mich dann herausfordern. Aber jetzt zurück zur Partie gegen Henry Schach. Ich gebe hier einmal Schach passend zum Namen, den er sich hier auf YouTube und auf Lichess gewählt hat. Und dann rochiere ich klein. Unsere Bilanz im Moment 6 Spiele, davon habe ich 4 gewonnen. Und das würde ich natürlich gerne noch ein kleines Stückchen ausbauen. Versuche mal zu verhindern, dass der Läufer sich hier ganz nach vorne traut. Kommt dann entsprechend auch nur ein Stück weiter hinten an. Dann versuche ich mal hier ein bisschen auf dem Damenflügel die Bauernstruktur aufzulösen, die er sich da mit seinem C-Bauern gemacht hat. Das ist zwar ein Doppelbauer gewesen, aber ich löse ihn trotzdem auf, weil ich glaube, dass ich dann für meinen Springer hier sehr viel mehr Raum bekomme, um sich zu entwickeln. Vielleicht ist C4 hier ein schönes Feld, eventuell auch B3. Ja, die Dame nehme ich natürlich mit, wenn er die da hinstellt. Das müsste machbar sein. Jetzt nicht in Euphorie verfallen, sondern das ruhig zu Ende spielen. Meine Dame hier. Das war ja ein Ausrutscher von Henry. Das passiert ihm nicht oft. Aber ich bin willens und bereit, das jetzt auch auszunutzen. Greift seinen Springer an. Ich hätte übrigens mit dem Springer geschlagen, dann hätte er, glaube ich, am Ende den Läufer herbekommen und meinen Turm schön bedrohen können. Aber das ist dann was, was man in der Analyse vielleicht nochmal sich angucken kann. Na, gehen wir mal hierher. Es ist erstaunlich, wie man manchmal mehr Angst hat vor einem Fehler, wenn man gut steht, als wenn man schlecht steht. Weil wenn man schlecht steht, ist es halt auch wurscht. Kann man quasi nichts verlieren. Jetzt ist es im Moment natürlich so, wenn ich jetzt hier irgendeinen Murks spiele und die Partie noch vergeige, dann ist das richtig peinlich. Anders wäre es, wenn er jetzt die Dame nicht verloren hätte. Dann hätte man gesagt, na gut, kann passieren, dass man irgendwie am Ende ungünstig steht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich darf das echt nicht mehr vergeigen. Das wäre zu peinlich. Schauen wir mal, ich habe jetzt hier den Springer angegriffen, ein bisschen verdeckt. Ich denke, dass er das sieht. Das sieht er heute nicht. Nee, die Partie ist kein Ruhmesblatt für Henry. Ich werde sie natürlich trotzdem hochladen, aber ich möchte wirklich darauf hinweisen, dass Henry alle anderen Partien deutlich besser gespielt hat. Und guckt euch bitte, bevor ihr da ein Urteil euch bildet, guckt euch die anderen Partien, die wir miteinander hatten, an. Henry kann absolut Schach spielen. So, jetzt fällt dieser Bauer hier noch, aber es ist halt dann wirklich schwierig, wenn man so viel Materialnachteil hat, die Partie noch irgendwie offen zu gestalten, Gegenspiel zu kriegen, ist wirklich ganz, ganz tricky. Ich habe jetzt halt überall irgendwie Schachs, die ihm wehtun. Ich habe überall die Möglichkeit, auf Abtausch hinzuwirken. Er kann jetzt zum Beispiel den Turm hier nicht zurückschlagen, weil der Läufer sonst hängt. Lauter solche blöden Sachen. Jetzt habe ich hier unten noch einen Turm, der Schach gibt. Hier unten eine Dame, die matt gibt. Wow, gehen wir ins Analysebrett. Aber ich glaube, so viel muss man da in dem Fall nicht zu sagen. Das ist eine Partie, die ist richtig glatt gelaufen für mich. Ich vermute, dass Henry da eine Revanche haben will für und die soll er auch bekommen, aber schauen wir es uns kurz an. Vielleicht sehe ich auch nochmal, was die Idee war hinter dem Damenzug, also was er da wahrscheinlich vorhatte. Ich versuche es mal rauszuarbeiten. Hier kam der Zug, er kommt echt ziemlich unvermittelt. Also, ich habe auch nichts gedroht jetzt direkt mit dem Springer. Meine Idee war, hier nach C4 zu gehen und dann halt mit dem Abtausch hier eine schöne Bauernkette zu haben und eine freie B-Linie, auf der ich dann hätte hantieren wollen. Irgendwie den Läufer wegpacken und mit der Dame und dem Turm nach hinten oder so. B3 ist ja gar kein Feld, auf das ich mit dem Springer tatsächlich gucke. Also das ist Beifang. Eigentlich ist C4 hier das Zielfeld gewesen. Und er zieht mir da einfach rein. Da muss ich sagen, kann ich nicht erklären, was da die Idee dahinter war. Vielleicht Dame und Turm verdoppeln und die Entwicklung so ein Stück voranbringen, indem die Dame dann halt die Grundreihe verlässt. Aber
Ansonsten stand es ja auch gut für Weiß, wenn ihr unten auf den Spielgrafen guckt, aber ab da ist natürlich dann auch nicht mehr viel. Ich versuche dann natürlich so schnell wie möglich Material abzutauschen und ihm die Möglichkeiten zu nehmen, irgendwie voranzukommen. Das hier ist vielleicht noch was, was erklärenswert ist. Die Idee war einfach, hier den Bauern rauszunehmen, um die Linie zu öffnen, die G-Linie, und anfangen zu können, den König zu jagen. Weil was soll er jetzt schon machen? Er kann diesen Habauern schon kaum mehr retten. Ich glaube, er kann ihn auch gar nicht retten. Was soll er machen? Die Ente schlägt hier A4 vor, also am anderen Flügel was zu hantieren, aber ist im Grunde egal. Er spielt C4, dann fliegt der Bauer raus. Ich habe hier nochmal ein schönes Schach. Ich kriege den Turm ins Spiel. Die Dame geht noch tiefer in sein Gebiet. Aber das ist schon richtig intensiv dann und ein richtig starker Angriff. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass dieses Opfer hier vom Läufer auf H3 richtig war. Auch wenn die Engine sagt, nee, nicht machen. Die Engine sagt stattdessen. Läufer schlägt G4, H3. Ah, Läufer, nee, Engine sagt schon, das ist richtig. Entschuldigung. Engine sagt, es war nicht richtig zurückzuschlagen. Nur was soll er denn sonst machen? Turm B2 schlägt er vor, aber ja, das sind alles schon Züge. Dann droht hier ja auch Matt und dann habe ich den Läufer hier im Fleisch. Also das ist alles schon ziemlich stark gewonnen für Schwarz. Die Krux beginnt einfach an dem Damenverlust, was soll man sagen. Ne? Das ist, ab da geht es halt dann bergab. Gut, aber ich freue mich, dass ich es zu Ende gebracht habe. Ihr habt ja gemerkt, so ein bisschen die Angst, dann noch skurrile Fehler zu machen oder auf irgendwelche Taktiken reinzufallen, ist natürlich schon da, aber es hat geklappt und von daher steht es jetzt 5:2 gegen Manny, gegen Manny Ways. Ich bin ja schon völlig hier von der Rolle. Es steht 5:2 gegen Henry Schach für Manny Ways und für mich. Ja, eine Partie ohne grobe Patzer mit einem Fehler und einer Ungenauigkeit. Das ist aber mehr als okay. Von daher sehen wir uns in der nächsten Partie. Ich nehme an, dass Henry das nicht so stehen lassen wird wollen. Also, dass wir da mit Sicherheit nochmal eine Partie machen werden und ihm die Chance dann zur Revanche auch geben. Wir sehen uns in dieser nächsten Partie. Bis dann, ciao.